Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Ja, ihr denkt euch bestimmt so, hä, warum spielt ihr denn jetzt Minecraft Leben? Warum sind wir generell auf dem Leben-Server? Und was ist hier los? Zuallererst, ich wollte schon länger mal so ein kleines Rückblick-Video machen vom Minecraft-Leben-Server und da hat vor kurzem, ich glaube gestern, hat der liebe Minus-Dude ebenfalls ein Leben-Video hochgeladen. Dann dachte ich mir so, zack, nehme ich das gleich mal als Inspiration und werde auch einen kleinen Leben-Rückblick aus meiner Sicht ausmachen. Werde ein bisschen durch die Stadt laufen, werde ein bisschen was von meinem Haus zeigen noch für die Leute, die mich noch nicht durchleben kannten oder die mich erst später kennengelernt haben. Deswegen auch heute ohne Facecam. Ja, so. Zuallererst gucken wir uns hier mal um. Und zwar, wer kennt es hier noch? Das ist mein schönes, schönes Haus. Ich kann euch das jetzt nochmal hier zeigen. Moment, Moment, Moment. Und zwar, ja, wisst ihr was? Ich baue mich jetzt einfach raus, weil die Tür ist leider. Oh, doch, doch. Ja, genau, die Tür ist eben gesichert. Das liegt daran, dass ich eine Namensänderung ja einmal vorgenommen habe in Herr Crumpy. Das war auch zu dieser Lebenszeit und da wurden deswegen alle Türen noch immer auf Herr Crumpy umgeändert. Guckt euch unser Pferd an. Ist doch schön, dich mal wieder zu sehen hier. Na? Na? Alles klar bei dir? Ja, die Stadt ist sehr, sehr verlassen. Es ist niemand mehr hier. Finde ich auch etwas traurig, weil Minecraft-Leben war die Zeit, in der ich so, so viele neue Leute kennengelernt habe. Minecraft-Leben war die Zeit, wo ich mein YouTube-Dasein verstärkt habe. Das alles verstärkt hat, dass ich überhaupt jetzt da bin, wo ich bin. Und ja, also gehen wir mal hier in mein Haus. Hier haben wir noch einen kleinen Briefkasten von mir. Hier steht, hallo B-Doggy, mach dich bereit für einen Spaziergang, gezeichnet Gauk. Okay, hier steht auch noch eine Truhe. Okidoki. So, also, das hier war unsere kleine Bude. Hier haben wir immer gesessen und haben in die Ferne geguckt, haben irgendwas verfasst für die From the Future Zeitung. Und hier oben war unser kleines Schlafzimmer. Könnt ihr euch noch erinnern, als wir die Future Cam verloren haben und dann oben auf unserem Dachboden die Future Cam wieder gebracht wurde von irgendjemanden? Könnt ihr euch daran noch erinnern, Leute? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Wenn ja, schreibt einfach mal in die Kommentare. Wir haben so viel erlebt auf diesem Server. Wir haben so viele tolle Geschichten erzählt und ich muss echt sagen, Minecraft Leben war für mich das geilste Projekt, in dem ich je war. Weil es für mich einfach diese Nostalgie, wenn ich hier jetzt auf dem Server bin, das ist wie damals. Hier habe ich dann noch meine Kühe, natürlich wurden fast alle abgeschlachtet hier. Weil es da noch Probleme gab mit ein paar Lags. Aber eine Kuh hat es hier noch geschafft zu überleben. Du hast es geschafft und ich bin darauf stolz. Ja. So, hier unsere automatische Zuckerrohrfarm. Hat auf jeden Fall sehr, sehr gut geklappt, wie man sieht. Hier kommen schon wieder einige Sachen rein. Also man sieht echt, wie krass gut meine Maschine auch funktioniert. Und hier, hier ist alles voll. Ich weiß gar nicht, nee, wenn man hier reingeht, dann droppt nichts natürlich. Aber ich muss sagen, wirklich Bombe, wie meine Maschine gut funktioniert hat. Wie gesagt, wenn das dann da ein bisschen höher war, dann hat das so ein Pisten nach vorne geschoben und dann wurde das da in den Trichter geleert und das kam dann hier an. Also wie ihr seht, es füllt sich immer weiter auf. Es war wirklich einfach eine tolle Maschine, die ich übrigens auch von einem Tutorial nachgebaut habe. So, dann gehen wir mal hier rein. Hier waren dann auch noch ein paar Kühe. Ich hatte das mal abgetrennt, ich glaube hier waren dann nur Schafe und da vorne Kühe, aber irgendwie gibt es jetzt hier so einen kleinen Mischmasch und jetzt sind irgendwie alle Völker beisammen. Vielleicht wollten die einfach nicht mehr getrennt leben. So, genau. Dann, da würde ich jetzt so ultra gerne reinschauen und zwar öffnen wir hier mal unsere Geheimtür. Zack, nice. Okay.
Wie ihr aber seht, ist diese Tür hier auch gesichert. Das heißt, ich muss das jetzt hier eben abbauen und mit einem Knopf öffnen. Und zwar, wer kann sich noch daran erinnern, Leute? Wer erinnert sich noch hier dran? Wie ich hier saß, für die From the Future Zeitung recherchiert habe. Hier war unser Geheimgang, ja? Sieht man noch Zeitungsdokumente. Hier saß ich, habe öfters mal Gespräche mit Leuten geführt, die entweder angeklagt wurden, mit Herr Bergmann, wenn ich irgendwas klären musste, mit anderen Leuten, die einfach für unsere Zeitung wichtig waren. Das hat alles hier stattgefunden und mein kleines Büro werde ich wahrscheinlich niemals vergessen. Es war einfach eine tolle Zeit. So, wir gehen aber hier jetzt mal raus. Nehmen natürlich unseren Knopf wieder mit und bauen wieder alles so zusammen, wie es war. Und dann gehen wir hier mal weiter. Und zwar hatte ich hier meine noch immer nicht vollendete Weizenfarm. Ich wollte hier eigentlich Villager reinbringen, die hier dann alles automatisch abfarmen, das dann hier reinschmeißen. Und dann hätte ich so mit eine eigene Weizen oder Karotten oder was weiß ich Farm. Das Problem ist, ich hatte nie es geschafft, dass hier irgendwie ein Villager überlebt hat. Hier sind noch die Türen. Aber leider Gottes hat das nie so gut funktioniert. Genau. Also das war hier meine Farm. Dann nicht betreten. Private. Ja, das war ein wirklich sehr, sehr wichtiger Raum. Und zwar konnte man von hier, ja, die Direktverbindung schaffen zu Herr Bergmann. Hier oben waren normalerweise immer ganz, ganz viele Bücher. Die sind dann hier reingekommen, wurden dann über eine Lohe weiter transportiert. Und ich gehe da jetzt einfach mal zu Fuß hin. Und zwar... Okay, das ist wieder von jemand anderem hier oben. Ich glaube, das ist sogar von Zombie. Ich gehe hier mal eben runter. So, das hier war nämlich die Schienenstrecke. Hier ist auch unser Lohe. Ich weiß gar nicht, sind da noch Bücher drin? Nein, sind es leider nicht. Zu Herr Bergmann. Und zwar war das hier einfach der komplette Weg. Das wurde alles mittlerweile wieder umgebaut. Da von Herr Bergmann die Redaktion ja in die Luft gesprengt wurde. Ihr wisst bestimmt warum. Er musste einfach zurück in die Zukunft. Und ja, also wie gesagt, ich kann euch das nochmal von seiner Seite aus zeigen. Aber auf jeden Fall war das die Verbindung zu seinem Geheimraum unter seinem Haus. Dort konnten wir uns immer geheime Botschaften schicken, was gerade denn so in der Stadt los ist, wo schon wieder King Yong Edena irgendwo was in die Luft sprengen möchte oder was GLP mit seiner komischen Zitadelle vorhat. Also das waren alles Themen, die wir so undercover besprochen haben. Das war eigentlich im Groben und Ganzen aber auch schon mein Keller. Das war wirklich, wirklich eine... Ich kann mich einfach nur wiederholen, wirklich eine tolle, tolle Zeit hier auf dem Server. Gut, dann können wir noch ein bisschen weiter schauen. Also das hier war mein Haus in der Caveman Street 16. Hier hatte ich noch so ein kleines Feld mit ein paar Karotten und da vorne haben wir Besuch. Okay, ja, ich gehe jetzt mal in die Richtung des Hafens, denn da war ja damals der ursprüngliche Spawn. Hier wohnt Debitor zum Beispiel, hier hat Takaishi seinen Turm, hier wohnt Dr. Banks und ja, genau, das war von Dr. Banks, genau. Und hier das Haus von Ungespielt, was eigentlich mit das erste Haus hier auf dem Server war. Und hier war der Platz
von Herr Bergmann. Hier steht es noch, hier wohnte einmal ein sehr toller Mensch. Hier stand sein Redaktionsgebäude, das verbunden war mit meinem Haus da drüben. Es war wirklich eine wunderschöne Zeit, dass das Haus hier noch stand und wir dann noch unser Abenteuer erlebt hatten. Dann hier der Turm von GLP. Hier wohnt zum Beispiel Kukilka. Da vorne ist die Amenokirche, wo ich damals auch ausgeholfen habe als Priester. Bis ich dann bei der Zeitung, wie gesagt, angefangen habe. Könnt ihr euch noch erinnern, als wir hier unten waren? Ich hier mit meiner Future Cam stand und einfach King Yong Edena beobachtet habe, wie er TNT platziert hat. Könnt ihr euch noch daran erinnern, Leute? Hier steht es noch, wissenschaftlich TNT, Gunpowder spenden, erbeten, danke Dena. Also ich finde das krass, was er hier damals machen wollte und diese ganzen Geschichtsstränge und alles miteinander, das war einfach unglaublich. Da vorne der Leuchtturm vom lieben LP mit Kev, dann da hinten die Maudado Glanburg. Ich weiß gar nicht, wem das hier gehört. Auf jeden Fall ist das hier der Hafen. Ich glaube, hier ist irgendwo noch ein Gasthaus. Also wirklich alles, alles top, wo ich jetzt aber auf jeden Fall noch zum Ende hingehen möchte, was für mich einfach so ein ausschlaggebender, ich sag mal so, Punkt ist, ist der Baum des Lebens. Da für mich der Baum des Lebens immer weiter blühen wird, Leben wird nie zu Ende sein. Ich möchte auch keine letzte Folge Leben hochladen, ja. Diese Folge wird genauso nummeriert sein wie die anderen Folgen auch, weil wer weiß, vielleicht wird Leben irgendwann nochmal zurückgerufen. Und hier, Leute, könnt ihr euch noch erinnern, damals habe ich hier mein Pferd gekauft. Das war, genau hier stand Little Future, genau hier. Ey, das war toll, mit meinen letzten Groschen habe ich das bezahlt, das Pferd hier. Und da drüben seht ihr schon, dem, ich nehme auf, den Baum des Lebens. War wirklich ein mega, mega toller Moment, als dieser Baum endlich fertiggestellt wurde. Ich habe das selber, ich weiß nicht wie oft
dem lieben Druiden Raised Holz gespendet. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, so viel Holz zu spenden, aber gebt euch mal das hier. Gebt euch das. Wie geil das einfach hier aussieht. Es ist einfach unglaublich, was hier gebaut wurde. Dann das Spielemeister, aka Eritakus-Zeichen. Dann generell die Spielemeisterhöhlen. Es war einfach toll. Ja, Minecraft-Leben war in allen Bereichen einfach so geil. Es wurde nicht ohne Grund von euch so hart gehypt. Und es wünschen sich nicht ohne Grund Leute, dass das Projekt weitergeht. Aber ich kann euch sagen, für mich wird dieses Projekt endlos sein. Ja, Minecraft Leben ist für mich nicht zu Ende. Minecraft Leben ist bestimmt auch für andere Leute noch nicht komplett zu Ende. Minecraft Leben wird irgendwann wieder erwachen. Bis dahin, Leute, würde ich euch aber bitten, einfach noch ein bisschen Geduld zu bewahren. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Macht's gut. Haut rein. Euer B-Doggy. Ciao.